Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoforie. Heute mit der Sportlimousine schlechthin, dem BMW 320i. Dann starten wir ganz klassisch mit dem Design. Ihr kennt eigentlich die Dreierlimousine schon in neuester Form, aber wir laufen trotzdem nochmal ganz kurz drumherum. Sportline nach wie vor meine liebste Line an dem Fahrzeug, da sie am aufgeräumtesten wirkt und im eigentlichen Sinne auch am wenigsten Chrom hat und dementsprechend die Sportlichkeit vielleicht auch am meisten widerspiegelt. Mit auch den schwarzen Details, dann die T-Streben mit den integrierten Nebelscheinwerfern. Gut, hier noch ganz klassisch die Chromniere mit schwarzem Inlay. Wir haben jetzt hier in unserem Fall schon die LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen. Das ist quasi die Variante zwischen Basis und dem optionalen Laserlicht. Wenn das Wetter dann endlich mal mitspielt, dann werdet ihr dazu auch noch ein Lichtvideo bekommen. In der Seitenansicht, ich glaube, da kommt es ganz gut raus. Klassischer könnte eigentlich die Sportlimousine nicht aussehen. Relativ lange Motorhaube, nach hinten versetzte Kabine und sehr knackiges, kurzes Heck. Wir haben jetzt in unserem Fall hier die 18 Zoll Felgen. Es gäbe noch die Möglichkeit, 19 Zoll zu wählen, aber ich glaube, auch das sieht schon relativ sportiv aus. Und ein weiteres Extra ist dann hier die Shadowline um die Fensterlinie herum. Was das Heck angeht, da könnte es kaum klassischer sein. Ganz leichte Abrisskante hier im Heckdeckel drin. LED-Rückleuchten sind bereits ab Werk mit dabei. Das Einzige, was man dann hier hinten verändern kann, ist die Heckschürze. Das heißt, auch hier zeigt sich wieder die Sportline durch die schwarzen Details und die T-Elemente. Und sehr schön, zwei richtige Endrohre sehen wir immer seltener. Der Kofferraum fasst im Grundvolumen 480 Liter. Und das Ganze lässt sich dann erweitern, indem man hier zieht, dann wird die Rückbank entriegelt, die muss man dann aber auch nochmal einmal drum rumlaufen und nach unten ziehen und dann kann man das Kofferraumvolumen dementsprechend erweitern. Dann kommen wir zur Motorisierung und 320i, das bedeutet im Fall der Dreierlimousine einen 2 Liter Turbobenziner mit Twin-Scroll-Lader, 184 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment. In unserem Fall dann auch ganz klassisch mit Hinterradantrieb, so wie es sich gehört, und der etwas sportlicheren Abstimmung der 8-Gang-Automatik, die allerdings ein wenig, sagen wir mal so, Temperatur braucht, um wirklich sehr feinfühlig zu funktionieren. Und weiter erwähnenswert ist dann natürlich auch, dass der Dreier an diversen Bauteilen abgenommen hat, unter anderem an der Motorhaube, auch an ein paar Fahrwerksteilen. Und was insgesamt hinzugekommen ist, ist auch sehr schön, dass die hubabhängigen Dämpfer das Eintauchen des Fahrzeugs bei, sagen wir mal, Schlaglöchern und so weiter und so fort verringern, teilweise sogar verhindern und auch sehr schön, und da gehen wir dann auch im Fahren drauf ein. Wir haben jetzt hier mal das ganz klassische Serienfahrwerk drin. Wir starten heute mal in den Innenraum mit ein wenig Werbung und zwar mit der Limited Edition Salted Caramel von Y-Food. Ganz frisch reingekommen, diese milchbasierte Trinkmahlzeit dient uns heute mal zum Becherhaltercheck. Zum einen nicht nur hier vorne, sondern auch in den vorderen Türen und in den hinteren Türen. Und wenn ihr das Ganze selber mal ausprobieren wollt, dann findet ihr einmal unten einen Link sowie auch mit dem Gutscheincode AUTOFORIE15 einen kleinen Rabattcode. Und dann geht's weiter mit dem restlichen Cockpit. Wir fangen an mit dem Armaturenbrett, das in unserem Fall leicht weich optional bezogen ist. Dann ein optionales Dekor darunter und dann hier in der Cognac-Farbe. Das ist dann schon harter Kunststoff, da beißt man sich schon die Zähne aus und das geht auch runter bis zum Teppich. Allerdings sehr gut und schön verarbeitet. Von den Sitzen haben wir jetzt hier Leder Vernasca in Cognac. Der Wagen ist quasi frisch vom Band gelaufen mit jetzt 2500 Kilometer drauf. Und abgesehen von ein, zwei Kleinigkeiten sehen die Sitze recht ordentlich aus. Dann haben wir hinter den Becherhaltern hier auch nochmal eine induktive Ladeschale, den USB-A-Anschluss. Und unter der Armlehne versteckt sich dann neben ein wenig Verstauraum auch der USB-C-Anschluss. Dann wichtig zu erwähnen, was die Screens angeht. Serie sieht das Ganze alles etwas kleiner aus. Das heißt, wir haben hier die optionale Variante mit einmal 12,3 Zoll digitalem Kombi-Instrument und 10,25 Zoll Touchscreen, der sich auch über Gesten und Sprachsteuerung bedienen lässt. Und selbstverständlich hier über den Drehdrücksteller und auch Touch, das heißt vier Eingabemöglichkeiten. Dahinter steckt dann auch BMW OS 7. In der Serie sieht es dann etwas magerer aus. Das heißt, wir haben hier trotzdem einen 8,8 Zoll Touchscreen, aber meines Wissens nach nicht das neueste Betriebssystem. Und hier gibt es dann noch analoge Anzeigen mit einem kleinen digitalen Kombi-Instrument von 5,7 Zoll, das dann ein paar Angaben macht. Sehr empfehlenswert ist dann das etwas sportlichere geschnittene M-Sport-Lenkrad, was mir vor allem vom Sitz und Halt sehr gut gefällt und in unserem Fall dann auch direkt mit Lenkradheizung kommt. Und dann schließe ich an dieser Stelle ab mit dem Handschuhfach, nicht ganz so viel Platz, ein bisschen sportlicher geschnitten. Alle weiteren Funktionalitäten werden wir uns dann während dem Fahren anschauen, aber eine Sache möchte ich euch noch erwähnen. Wir haben hier vorne
noch die optionale Akustikverglasung mit drin. Dann kommen wir zum Voreinstieg. Ist okay, also man fällt auch hier durch eine leichte Wölbung gut rein. Hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter habe ich noch gut Platz an den Knien, also auch durch die leichte Einbuchtung. Und nach oben hin, naja, also ein bisschen mehr als die Hand geht noch dazwischen, es ist ausreichend komfortabel. Mehr Komfort gibt es dann noch, wenn man die Armauflage hier rausklappt. Da sind dann auch nochmal zwei Becherhalter drin, von derselben Größe wie bisher auch gezeigt. Mitteltunnel ist natürlich massiv, denn wir haben ganz klassisch Hinterradantrieb. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die steckt dann aber auch schon, glaube ich, in der zweiten Ausführung mit drin, die 3 Zonen Klimaautomatik. Und hier unten gibt es dann nochmal zweimal USB-C zum Aufladen sowie einen 12-Volt-Anschluss. Starten wir rein in den Fahreindruck des BMW 320e. Ich habe ganz bewusst und leider auch sehr lange auf diese Motorisierung gewartet. Denn ich wollte euch mal was anderes vorstellen, was realistischeres. Und ich war auch selber sehr gespannt, wie fährt sich denn so ein klassischer Dreier mit der, ich sage mal, Allerweltsmotorisierung. Denn der 320i ist dann doch geläufiger als die etwas höheren Motorisierungen, die wir euch schon gezeigt haben. Verbrauch liegt so bei 8 Liter, es sei denn, man übertreibt es ein wenig auf der Autobahn, dann springt er natürlich nach oben. Was man aber auch schon direkt merkt, der Dreier ist nach wie vor eine sportliche Limousine. Und das sage ich, weil wir hier endlich mal das Serienfahrwerk drin haben. Das heißt, beim Punktofahrwerk ist kein Extrakreuzchen gemacht worden und dementsprechend haben wir kein besonders sportliches Setup, sondern nur die hubabhängigen Dämpfer, die wir euch schon auch bei der initialen Vorstellung gezeigt haben, die ihn insgesamt etwas komfortabler machen. Aber in meinen Augen jetzt in diesem Komplett hier doch noch mal etwas näher an der Vorgängergeneration sind, von der Härte, von der Straffheit und vielleicht auch so ein bisschen von der Dynamik. Und das merkt man dann auch auf so einer schönen, kurvigen Landstraße. Das heißt, er hat vielleicht jetzt nicht super viel Leistung, mehr als ausreichend für den Alltag, keine Frage, aber er macht auch schon Spaß, sobald man ein bisschen Kurven hat. So in gerader Linie geht ihm so ein bisschen obenrum die Puste aus, da klingt er ein bisschen angestrengt, aber wenn man ein paar schöne Kurvenkombinationen hat, dann macht der 320i auch Laune, denn wir haben eine schöne Lenkung, die ein wenig noch von der Straße zurückgibt an Feedback, was mit unserer Vorderachse da passiert, ob es ein bisschen schrubbelt oder ob wir noch ein bisschen mehr Gas geben könnten. Also das haben sie sehr schön, sehr feinfühlig gemacht und man kann das dann quasi mehr mit dem Gaspedal steuern, als darauf zu warten, dass die Systeme irgendwie sagen, oh, stopp, langsam oder oh, hier geht noch ein bisschen mehr. Und das macht für mich den Dreier aus. Schöne, unterhaltsame Querdynamik. Das heißt, so schöne Kurvenkombinationen, da erfreut man sich. Und das ist alles Komfort. Also ich könnte jetzt noch auf Sport umschalten. Dreht jetzt mal ein bisschen höher. Ein kleiner Rutscher ist auch mal mit drin. Aber das ist einfach, es macht Spaß, es macht Freude. Und obwohl es eine sehr nasse Straße ist, gibt es gleichzeitig ein sehr sicheres Gefühl, da die Assistenten alle sehr schön in den Antrieb mit eingegliedert sind und man vermeintliche Bremseingriffe gar nicht erst spürt. Und wenn dann doch irgendjemand was sein sollte, zumindest mal vorne sein sollte, dann kommt das alles in die Lenkung. Der eine oder andere mag sagen, ja, aber dann rubbelt es ja auch die ganze Zeit. Wenn es mal eine unebene Straße ist, ja, aber so ehrlich müssen wir sein. Der eigentliche Dreier-Sport-Limousinenfahrer, der möchte ja auch wissen, was da vorne passiert. Aber der 320i, und darum ging es mir ja primär, kann nicht nur sportlich, sondern er kann auch ganz gemütlich
dahergleiten. Er ist ein wenig härter als andere Limousinen in seinem Segment, weil er eben auch das Wörtchen Sport ernst nimmt und das auch schon von der Basis heran und das auch schon mit einem vermeintlich nicht so kräftigen Motor. Und da kommen dann eben so die großen Unterschiede im Vergleich zu anderen Limousinen, die in dem Segment eher auf Komfort getrimmt sind und das schon vom reinen Fahrwerkssetup aus. Der BMW 320i kann aber auch als Reiselimousine genommen werden. Woran man sich allerdings ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass wir doch von den Abrollgeräuschen und vom Fahrwerk her ein bisschen mehr dümpfere Schläge dann in den Innenraum haben. Was er auch schön macht, ich meine, wenn man sich voll ausstattet, dann haben wir alle Möglichkeiten hier zu bedienen. Das heißt Sprachsteuerung, Gestensteuerung. Und was ich bei der Gestensteuerung sehr schön finde, ich kann hier zum Beispiel über diese Geste, egal in welchem Menü ich bin, quasi den nächsten Track bzw. den nächsten Radiosender anwählen. Und ich muss hier nicht irgendwo drin sein. Ansonsten könnte ich das noch am Lenkrad machen, aber ich finde den Move schon irgendwie ganz cool. Was eine etwas längere Fahrt dann auch sehr angenehm macht, sind zum einen mal die Sitze, die wir haben, die wir auch zum Beispiel in den Wangen einstellen können. Das ist dann primär für die sportliche Fahrweise wichtig, aber sei nun mal angefügt, die sind sehr komfortabel. Zudem gibt es dann auch noch eine Verlängerung im Kniekehlenbereich. Und ja, einerseits bin ich froh, dass wir es jetzt mal hatten, andererseits natürlich auch ein bisschen schade, wenn wir mal länger damit unterwegs sind. Wir hatten jetzt nur die mittlere Ausführung des HiFi-Systems, das heißt, zwischen der Basis und dem Harman Kardon gibt es das sogenannte HiFi-Soundsystem, heißt es bei BMW, glaube ich. Und ja, es ist okay, aber wenn man länger unterwegs ist, dann würde ich sagen, auf jeden Fall in Richtung Harman Kardon gehen. Für Leasingfahrzeuge sollte das reichen, aber für alle, die Musik genießen wollen und das Fahrzeug wirklich kaufen möchten, dann auch ruhig das extra Geld für die etwas bessere Soundanlage investieren. Und nicht zuletzt, da BMW die Preise ja insbesondere für die etwas kleineren Fahrzeuge inzwischen sehr stark angezogen hat, wird der Dreier wieder sehr viel attraktiver, denn wir haben insgesamt mehr Komfort hier drin, wir haben mehr Möglichkeiten hier drin, beispielsweise beim Fahrwerk, wir haben insgesamt mehr Möglichkeiten, was die Assistenten angeht und nicht zuletzt den klassischen Hinterradantrieb. Und dann kommen wir auch schon zu den eben angesprochenen Assistenten. Übrigens, das Flackern hier ist die sogenannte Fahrerüberwachung. Da steckt wirklich eine Kamera drin und die analysiert den Fahrer. Genau, kann man aber übrigens im Control-Display abstellen. So, jetzt hoffe ich euch, einen Assistenten zu zeigen, der sehr interessant ist. Pass auf. Ja, hat funktioniert. So, und zwar den Rotlicht-Ampelwarner, der ja schon relativ aggressiv warnt, dass man theoretisch nicht mehr sagen könnte, ich hätte die rote Ampel nicht gesehen. Von der Verkehrszeichenerkennung kann ich jetzt auch den Assistent hier für den ACC übernehmen. Allerdings habe ich die manuelle Version gewählt, denn die automatische Funktion favorisiert leider die Daten des Navigationssystems über der Daten der Kamera. Das heißt, es kann durchaus mal vorkommen, dass er ein falsches Tempolimit automatisch übernimmt und man dann ungewollterweise plötzlich mal zu schnell unterwegs ist. Dementsprechend so kann man das Ganze manuell überwählen. Da zeigt er dann hier im Display an, zum Beispiel jetzt in 450 Meter kommt eine 50er-Zone. 400 Meter erzählt dann auch runter und irgendwann gibt er mir dann die Möglichkeit, das ganze Tempolimit zu übernehmen. 250 Meter. So, jetzt habe ich die Möglichkeit Z und dann bremst er, ja, sagen wir mal, langsam runter. Also theoretisch jetzt noch viel zu schnell gewesen. Das heißt, man könnte auch hier einfach so direkt das neue Tempolimit übernehmen. Und wir haben auch direkt aktiv die Lenkübernahme, die sehr akkurat und sehr streng wieder zurück möchte. Und wer das nicht möchte, also nur einen adaptiven Tempomat, der kann einfach auf den Mode-Knopf drücken und dann gibt es nur noch die Abstandsregelung. Unser Testwagen hier bringt es auf einen Gesamtpreis von knapp über 61.000 Euro. Und selbst mit der Motorisierung 320i merkt man ganz klassisch, der Dreier ist die Sportlimousine, an der sich alle messen müssen.
Persönliche Meinung am Rande. Ich würde allerdings ein paar Extras vielleicht rauswerfen und dann dafür eher in eine etwas emotionale Motorisierung investieren. Jetzt liegt es wieder an euch. Wir sind durch mit dem Video und ihr könnt losdiskutieren. Was haltet ihr von der Dreier-Limousine jetzt mal in dieser etwas gesetzteren Motorisierung, die wir euch gezeigt haben? Denn im Prinzip ist das ja insgesamt jetzt die vierte Motorisierung, die wir euch vom Dreier gezeigt haben. Diskutiert gerne drauf los. Wir mischen wie immer mit. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.